Herzlich willkommen bei Pit. Ich bin an derselben Stelle wie beim letzten Mal angelangt, aber trotzdem am Verzweifeln, denn der Bereich hier, der ist wirklich sehr schwer. Und ja, ich befürchte, dass ich... endlich durch bin! Ich kann es nicht fassen! Ich habe das jetzt doch ein paar Mal spielen müssen, leider. Und bin so ein bisschen verzweifelt tatsächlich. War auf jeden Fall eine der Stellen, wo ich beinahe gesagt hätte, ich glaube, ich muss dieses Let's Play lassen, weil es einfach zu anstrengend wird. Aber jetzt hat es Gott sei Dank mal geklappt, endlich. Oh, das ist ja interessant. Was zur Hölle? Der Head, ich kann auf den drauf, aber der reagiert genauso auf Strahlen wie die Viecher. Was ja natürlich eigentlich ganz interessant ist. Lass mich jetzt erstmal darüber tragen. Die Frage, ob ich den Kopf da mitnehmen muss. Oder ob ich komplett... Ah, cool, der macht die... Der macht die Viecher weg, aber kann mich natürlich auch plätten. Aber dem müsste ich eigentlich relativ einfach entgegenwirken können. So. Was ist denn, wenn ich jetzt hier sowas mache? Kommt er nicht mit klar, ne? Und sowas? Kommt er auch nicht mit klar. Sowas? Dass er mich damit nimmt. Soll er nicht. Ich fahre jetzt einfach mal weiter nach oben. So, einen haben wir noch. Könnte ja mal... Achtung! So. Alles gut. Brauche ich die Laser eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Frage, ob ich den tatsächlich die ganze Zeit mitschleifen muss, den alten hier. Könnte natürlich, also so wie ich das Spiel kenne, ja. Oh, komm schon, du schaffst das. Warte mal, jetzt hole ich mir aber erstmal ganz kurz, weil wir gerade hier sind, die scheiß Laser. So, und jetzt... mal, ob der da nicht endlich mal durchkommt. Komm schon. Komm schon. Wie ist der da oben fliegen? Wie wär's? Na also, geht doch. Jetzt nach dort. Yes. Und jetzt machen wir sie alle platt. Nicht? Schade. Na gut, dann wieder nach oben, würde ich jetzt mal sagen. Bam, bam, bam. Das finde ich gut. Dass der diese Viecher wegmacht. Ah, ich kann natürlich auch... Das stimmt natürlich. Oh, oh, oh. So. Ich kann natürlich mit diesem Ding hier auch die Teile hier einfach wegschießen. Ich lasse jetzt mal da, weil wer weiß, ob sie uns nicht nochmal nützlich sein werden. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ach, verdammt. Mal gucken, ob ich den nochmal dahin locken kann. Pam, weg! Schade. Er hat den nicht weggemacht.
Aber jetzt vielleicht. Jetzt hängt der hier wieder. So. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Das ist die große Frage. Ob nach oben oder nach unten? Ah! Oh! Ihr wollt mich doch verarschen. Ach, ihr wollt mich doch verarschen! Alter, dieses Spiel, ne? Da kriege ich allmählich Krätze, wenn jemand Pit zu mir sagt. So, komm hoch. Oder ich feuer den gleich dahin. Schnauze hier jetzt. Kann ich einfach so wegmachen. Komm her. So. Ende gut, alles gut. Ah, warte mal, ich hole mir jetzt noch gerade den hier. So, und jetzt schicke ich mal hier was hin. Ich komme ohne den auch nicht weiter. Also ein bisschen nervig, dass der immer so manchmal direkte Anweisungen braucht, in welche Richtung er fliegen muss. Und so gar keine AI dabei ist. So. Nun geht's aber. Stopp! Ich habe gerade noch versucht, das zu verhindern, aber es hat nicht funktioniert. So. Dieses Spiel. Sehr gut. Ach komm schon, das kriegst du hin. Ich wusste doch, dass da oben noch einer ist. Wie soll ich denn den jetzt wegmachen? Hilft nur eins. So, nämlich. Da habt ihr schon gedacht, ich wäre wieder tot, ne? Habt ihr gedacht? Das würde euch so passen. Wenn ich hier ständig sterben würde, das würde euch so passen. Stopp, erst wollte ich noch den hier. Dann eben hier hin. Mal gucken, ob wir da was treffen. Ja. Bam. Monster weg. Durch die fliegt er einfach hindurch. Mal nach oben. Mal gucken. Ah, das geht. So, dann lass uns noch mal in die Richtung fliegen, wenn die andere Richtung so böse war. Oh, aber nicht hier gegenfliegen jetzt, alter Mann. Du siehst doch, dass das da nicht weitergeht. Ah, was für ein Sturschädel. So. Wo können wir denn weiter? Hier so? Nein. Ein bisschen weiter vielleicht? Oh, doch. Einer weniger und noch einer weniger. Gott sei Dank. Also, das war schon ganz richtig, was ich da gemacht hatte. Es ist echt ein Raten hier so ein bisschen, ne? Da oben scheint irgendwas zu sein. Mysteriös. Ich muss da nach rechts. Sehr schön.
Ich sehe das Ende dieses Levels. Jetzt habe ich auch allmählich genug von diesen Lichtgestalten. So, das müsste ja langen. Ich glaube, wir sind sogar ganz aus dieser Dungeon endlich raus. Hat mich ja auch nur, glaube ich, 3 oder 4 Folgen und gefühlte 10 Jahre meines Lebens gekostet. Hinter der Bühne. So. Endlich mal wieder ein lebendiger Roboter. Oh, wo bin ich denn jetzt? Was? Für eine Überraschung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht die Diva Jemima bist. Du befindest dich hier hinter den magischen Bühnen der großen Oper, Kleiner. Und ich muss schon sagen, du siehst etwas verdreht aus. Ich suche nach einem Mr. Mills, der wohl öfter hier ist, um sich Theaterstücke anzusehen. Wissen Sie, wo er sich aufhält? Es laufen noch einige Vorstellungen, doch kommen in diesen finsteren Tagen immer weniger Leute, um sie sich anzusehen. Früher füllten wir das ganze Haus. Ja, der König selbst liebte es, hierher zu kommen. Heutzutage scheinen die Leute das Interesse an der Oper verloren zu haben. Ich schlage vor, du schaust dir die Hochzeit der Horrendika an. Das Stück findet auf der Bühne im Herzen des Opernhauses statt und ist die beliebteste Vorführung. Wenn dein Mr. Mills sich in diesem feinen Gebäude aufhält, ist er sicher dort. Leider habe ich schlechte Nachrichten. Neuerdings haben sich im Opernhaus, rote Schleimlinge breit gemacht, die unseren Planeten terrorisieren. Sie scheinen etwas sehr Wichtiges zu suchen, denn sie sind einfach überall und wirklich scheußliche Dinger. Du musst irgendwie ungesehen an ihnen vorbeikommen. Warum nimmst du nicht dieses Feuerwerk mit? Damit erzeugen wir bei den Vorführungen Nebel. Vielleicht kannst du deine Anwesenheit damit verbergen. Aber gerne doch. Sieht aus wie ein Furz. Die Rauchbombe erzeugt eine Wolke, in der sich Kurt verstecken kann. Im Schutze des Rauches ist er sowohl vor Gegnern als auch vor Sichtkegeln sicher. So. Die muss ich jetzt aber hoffentlich nicht sofort anwenden, oder? Doch, tatsächlich. Tatsächlich. Der Hundesohn hier. Nicht mehr dahin. Ah, ist ja ganz nett. Ein neues Feature und bestimmt wieder gespickt mit unglaublich fiesen Rätseln. Doin. Doin. Okay. Huch! Ja, der war rausgesprungen. Auch gut. Den Roboter kann ich natürlich jetzt nicht damit behelligen. Aber vielleicht langt das ja, um kurz mal hier nach oben zu kommen. Yes. Hier ist sogar ein Schlüssel, den ich irgendwo hinbringen muss wahrscheinlich. Fragt sich bloß wo. So. Hier kann ich schon Rauchbomben kaufen, direkt nachdem ich sie bekommen habe. Macht natürlich keinen Sinn. Uah, das war knapp. So. Jetzt kann ich natürlich auch versuchen, nach oben zu kommen. Das bringt nicht so wirklich was. Ach du grüne Neune. Ich sehe schon, das wird nicht einfach. Jetzt muss ich vor allen Dingen da hochkommen. Die Frage, ob ich da hochspringen kann oder nicht. Hier bin ich ja erstmal sicher und safe. Ich werde es versuchen müssen. Mir bleibt keine andere Wahl. Gerade mit Schlüssel ist das gar nicht so einfach. Ob man da wirklich hochspringen kann, da wo der... Ich kann ja unten lang nicht laufen. Na, das war klar, dass ich das nicht kann. Verdammte Axt. So! Ich glaube, hier mache ich jetzt eine kurze Pause, weil das bringt ja hier nichts.
Na gut, ich kann das natürlich jetzt nochmal spielen und nochmal darauf warten, dass der Vogel hier... Achso, jemand könnte natürlich einfach sowas machen. Pass mal auf. Wenn man den Vogel tatsächlich weghaben möchte. So. So. So kann man den ganz bewusst falsch wegschicken. Und der springt jetzt irgendwo lang. Durchs ganze Level durch. Wahrscheinlich ist der schneller als ich. Und ich schwebe nach oben und hole mir den Scharlüssel. So. Ungefähr hier hin. Nee, hier hin nicht. So. Dann nehme ich ihn wieder. Und jetzt sind wir ungefähr an der Stelle, wo ich gerade eben war. Komm, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Ich versuche das jetzt nochmal. Also da hoch müssen wir... Ach, da... Warum? Na gut. Sorry, Leute. Ich muss jetzt auch endlich mal was essen. Ich habe jetzt hier gerade eine Aufnahmesession hinter mir mit diesen ganzen schwierigen Leveln. Ich glaube, ich brauche eine Pause. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann weiß ich hier auch weiter. Bis dahin. Tschüss.